Der richtige Ausdruck ist schilfbepflanzte Bodenfilter oder Pflanzenkerne. Jedenfalls wollte ich Ihnen einfach mal sagen, dass das ein Verfahren ist, was mittlerweile zu den gängigen Systemen gehört und wo es dann wiederum 5 Hauptvarianten gibt. Und die untergliedern sich oft auch noch in Untervarianten. Und das käme sehr wohl für Sie auch als eine Option in Frage. Und mir wurde gesagt, dass diese Option hier in den Bürgerversammlungen oder in den Gemeinderatsversammlungen ganz ausgeblendet worden sei. Und deshalb soll ich da mal etwas vertieft darauf eingehen, was ich natürlich sehr gerne tue. Diese Pflanzenkläranlagen haben in der Regel eine Vorbehandlung, eine mechanische Absetzstufe. Da würde man hier den schon vorhandenen Absetzteich ihrer Kläranlage nehmen. Und dann wird ein 80 cm tiefes Becken ausgehoben und dann werden da Filtersubstrate eingefüllt, also in der Regel Sand. Und man leitet das Wasser jetzt durch diesen Bodenfilter. In dem Falle ist der Fließvektor horizontal. Bei dem nächsten ist der Fließvektor vertikal. Da wird das Wasser hier auf den Filter gepumpt und durchsickert ihn nach unten und auf der Folie hier unten, da liegen Drainagen. Die Drainagen gehen raus in einen Kontrollschacht und dann in den Bach. Nächste. Das ist ein System, was hier nur in ganz wenigen Fällen zum Einsatz kommt. Das sind freie Freiwasserpflanzenkläranlagen, die können wir ganz ausblenden. Das ist aber eine Variante, die im Ausland sehr stark genutzt wird. Nächste. Das System ist jetzt aus meiner Sicht durchaus ein sehr interessantes. Wir bauen im Moment für immerhin rund 10.000 Leute eine Anlage in Jordanien für eine Stadt dort nach diesem System. Auf der grünen Wiese, die haben also nur Klärgruben bisher und pumpen die mehr oder weniger regelmäßig ab und pumpen es dann in die Wüste. Und die Schweizer Entwicklungshilfe hat uns beauftragt, für die also eine moderne Kläranlage zu bauen. Okay, und dann nehmen wir dieses System. Das ist eine zweistufige Pflanzenkläranlage, die einen großen Vorteil hat, dass sie die Schlammbehandlung schon integriert hat. Das heißt, man hat kein Sedimentationsbecken, kein Absetzteich, irgendwas davor, sondern man hat hier eine Pumpe und das Rohrabwasser wird auf eine erste Stufe Pflanzenkläranlagen gefördert und geht dann wiederum in einen Pumpenschacht, der auf eine zweite Stufe geht. Sodass man, wir nennen es integrierte Schlammabwasserbehandlung mittels bewachsener Bodenfilter oder hier zweistufige Rohrabwasserbehandlung, man hat dann die Schlammproblematik direkt mit erledigt. Das ist ja immer ein Thema, auch bei Ihnen. Sie haben eine Teichanlage, Sie haben einen Absetzteich, der muss regelmäßig entschlammt werden. Alle paar Jahre muss auch der zweite oder dritte Teich entschlammt werden. Das sind immer relativ hohe Kostenpositionen, da muss der Schlamm entwässert werden. Geht es in der Landwirtschaft nach der modernen Düngemittelverordnung, wird es immer schwerer. Bayern will sowieso ganz aussteigen. Also Schlamm ist wiederum ein eigenes Vortragsthema. Was mache ich mit dem Klärschlamm und wie bereite ich ihn auf? Und die Klärschlammbehandlung ist deshalb auch ein wichtiges Thema, weil wenn Sie Gesamtkosten einer Kläranlage nehmen, dann ist teilweise der Anteil der Kosten, der für die Klärschlammbehandlung drauf geht, bei 30%. Wenn Sie da eine Kammerfilterpresse haben, eine Siebbandpresse, eine Zentrifuge oder sogar einen Faulturm, dann haben Sie da erhebliche Kosten, die natürlich gebührenwirksam sind. Also insofern das Thema Schlamm hier nur am Rande. In Wirklichkeit ist es ein wichtiges Thema und diese Anlage hier so zweistufig integriert nun die Schlammbehandlung hier schon in der ersten Stufe. Wir sind im Moment auch mitten im Planungsprozess für eine Anlage hier in Bayern nach dem System. Und zwar in der Gemeinde Friedenfeld, da das, ich sag mal, grobe Richtung Bayreuth. Und die haben sich auch für dieses System entschieden.
Und das ist übrigens eine Gemeinde, die hat noch mehr Einwohnergleichwerte als Sie. Da sind es also so 3.500, 3.700 Einwohnergleichwerte. Und wie haben die auch eine Teichanlage, werden Sie vielleicht fragen. Nein, die haben auch schon seit Jahrzehnten eine technische Kläranlage, eine sogenannte Belebungsanlage. Und wollen die aber komplett aufgeben, weil das sind große Betonbecken, die sonst sehr aufwendig saniert werden müssten. Und die haben sich entschieden, die alte Kläranlage komplett abzureißen und zu ersetzen durch so eine Pflanzenkläranlage. Das nächste. Das ist ein interessantes System, was so zwar auch naturnah daherkommt, aber eine wichtige technische Komponente hat. Nämlich da hat man gesagt, können wir nicht eine Pflanzenkläranlage auch belüften von unten. Also man baut hier einen Kompressor oder einen Seitenkanalverdichter hin, hat hier Luftleitungen auf der Sohle und belüftet dann das Filtersubstrat noch. Und das führt einfach dazu, dass man nicht 3 Quadratmeter pro Einwohner braucht, sondern nur noch 1 Quadratmeter. Und im Ausland spielt das oft eine Riesenrolle, wenn man im stadtnahen Raum operiert, dass man einfach nicht genug Fläche hat. Und dann ist das eine ziemlich gute Lösung, um auf sehr klein bemessenem Raum so eine naturnahe Anlage zu realisieren, also mit künstlicher Belüftung. Alle anderen Systeme vorher sind ja naturbelüftet und eben nicht künstlich belüftet. Da ist interessant, ich zeige Ihnen das gleich noch, dass wir da auch eine Anlage in Bayern bauen, nämlich für ein neues Siedlungsgebiet bei Pfaffenhofen, das Eco-Quartier dort mit 1300 Einwohnern. Da nehmen wir dieses Verfahren mit künstlicher Belüftung, weil wir wenig Platz haben, um das Grauwasser dieser 1300 Einwohner zu reinigen. Die Anlage ist auch genehmigt und wird nächstes Jahr gebaut. Bleiben wir jetzt mal bei dem. Da gab es hier auch ein bisschen Diskussion, wie ich im Vorfeld gehört habe. Und zwar, nein, bitte das nächste. Und zwar ist wohl behauptet worden, man dürfe Pflanzenkläranlagen in Bayern oder auch bundesweit nur bis 1000 Einwohner Gleichwerte bauen. Das ist natürlich nicht wahr, denn es gibt dieses Regelwerk A262, was klar definiert, ob es da Limitationen gibt oder nicht. Und es gab mal früher eine Fassung dieses Regelwerks, da hat man gesagt, ja, bis 1000, aber seit 2017 ist da keine Begrenzung mehr drin. Insofern, und das zeigt ja auch das Beispiel Friedenfels oder jetzt Pfaffenhofen, gibt es da keine Einschränkungen. Sie könnten also auch eine Pflanzenkläranlage für 20.000 oder 30.000 Einwohner Gleichwerte bauen. Also da gibt es keine Limitationen mehr. Dieses Arbeitsblatt, was ist das? Ja, man nennt diese Arbeitsblätter allgemein anerkannte Regeln der Technik. Das heißt also, auch die Behörden orientieren sich an diesem Regelwerk sehr stark, auch im Hinblick auf die Zulassung natürlich. Ja, jetzt ein paar Beispiele aus der Praxis. Das ist so die Anlage in Friedenfels. Wie gesagt, 2-stufige Abwasserbehandlung. Hier auf der ersten Stufe wird der Klärschlamm mit behandelt. Und das ist übrigens die alte Kläranlage, die wir haben. Hier ist der Schlammabsetzteich, Betriebsgebäude, Rechen, Sandfang, hier das Belebungsbecken. Und das wird komplett aufgegeben und dann kommt hier diese 2-stufige Pflanzenkläranlage da zum Zuge. Natürlich vorne Pump, Rechen und Sandfang, um den Müll erstmal aus dem Abwasser rauszukriegen. Hier ist das nochmal zeichnerisch aufbereitet. Erst geht das Abwasser in eine Stufe A, wird dann nochmal gepumpt und in eine B-Stufe gebracht, durchsickert nochmal einen Filterhorizont und geht dann in den nächsten Vorfilter.
Ja, so sieht das aus, wenn wir so zweistufig in dem Fall in den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen. Auch hier, das ist eine Kaskade mit A-Stufe, B-Stufe, direkt nach der baulichen Fertigstellung. Also hier ist das Schilf noch klein, das wächst natürlich dann alles zu und wird grün. Das nächste. Hier das Ganze in China, in der Stadt Shenyang, Millionenstadt, etwa eine Flugstunde nördlich von Peking. Hier ist das schon von mir erwähnte Eco-Quartier Pfaffenhofen, was vollkommen neu gebaut worden ist und wo wir mit so einer belüfteten Pflanzenkläranlage die Grauwasserreinigung machen. Das nächste. Ja, hier sind einige der Gebäude, das wird hier mittendrin die Pflanzenkläranlage sein und hier bauen wir auch noch einen Dorfteich. Und so sieht es tatsächlich aus. Weiter. Hier ein Schemabild mit der Belüftung von unten. Wollen wir gar nicht die Details uns damit zu sehr auseinandersetzen. Hier ganz gut zu sehen, das Belüftungssystem mit den Schläuchen und das sind die Drainagen, die das gereinigte Abwasser, irgendwo ist dann der Auslass von der Folie, wo es dann wieder rausgeht. Und wenn das fertig ist, dann sieht das so aus wie auf dem nächsten Bild, dass Sie dann hier eben die Schilfpflanzen haben, die dann ungefähr 2,5 bis 3 Meter hoch werden. Weiter. Das ist jetzt, glaube ich, für Sie vielleicht noch ein bisschen näher dran an dem konkreten Problem Ihrer Abwasserteichanlage, weil wir hier im Bereich des Wasserverbands Peine, also das ist eine Gemeinde, die heißt Bad Deckenstedt, ich sag mal am Harzrand liegt diese Gemeinde und die hatten eben auch eine Abwasserteichanlage, bestehend aus 3 Teichen und hatten auch Probleme, die Werte einzuhalten und haben auch mit einem gewissen Bevölkerungszuwachs gerechnet. Und da haben wir eben diese Variante gemacht, dass wir gesagt haben, kein Neubau, sondern einfach eine Ertüchtigung, indem wir einen Bodenfilter neben den zweiten Teich bauen. Wir ziehen mit einer Pumpe aus dem zweiten Teich ein Teil Abwasser raus, reinigen das über den Bodenfilter, weil der viel wirksamer ist pro Flächeneinheit als die Teichanlage und führen es dann in den dritten Teich, in den Schönungsteich wieder zu. Das Landesamt schlägt vor, diese Filter möglichst hinten dran zu machen. Wir sind anderer Meinung in diesem Punkt, sondern wir haben hiermit auch, glaube ich, bewiesen, dass ein Bypass für einen Teil des Abwassers eine sehr sinnvolle und gängige Lösung wäre. Also was würde das hier konkret für Sie bedeuten? Ich höre aus, dass die jetzige Anlage auf 1400 Einwohner Gleichwerte ausgelegt ist. So in Zukunft erwarten Sie bis zu 1700 Einwohner. Also könnte man sagen, um ein wenig Last von der Altanlage wegzunehmen, also etwa äquivalent zu 200 Einwohnern, die behandeln wir neben dem zweiten Teich. Und dann noch der Zuwachs, 300 Einwohner geschätzt, von 1400 auf 1700. Also bauen wir im Bypass eine kleine Pflanzenkläranlage für 500 Einwohner daneben. Und ansonsten bleibt die Teichkaskade aber so erhalten. Verstehen Sie? Einfach ein Teil des Wassers wird aus dem zweiten Teich rausgepumpt, gereinigt, hinten in den dritten wieder reingeführt. Und dann wäre man am Ziel. Und genau so haben wir es bei dieser Gemeinde auch gemacht mit dieser Anlage. In dem Fall hat die jetzt eine Ausbaugröße von 700 Einwohnern. Hier sehen Sie das so ein bisschen. Das ist in dieser Gemeinde der erste Teich, der Absetzteich. Und das ist das neue Pumpwerk, was wir hier reingebaut haben. Und hier sehen Sie auch die aktuellen Werte. Ich hatte jetzt nur, die Anlage gibt es schon seit 11, 12 Jahren.
Ich habe die jetzt nur Werte, die letzten waren von 2011 und ich wollte Ihnen hier nicht unter die Augen treten mit so uralt Werten. Habe mir also beim Wasserverband mal gefragt, ob Sie mir ein paar neue, aktuelle Werte geben können. Und Sie haben mir, warum auch immer, Juni und Oktober 2019 gegeben. Ich habe mal den Mittelwert gebildet. Die Anlage leistet im Moment 48 CSB am Ablauf. Da müssen Sie zukünftig 90 haben. Sie leistet ungefähr 8 Milligramm BSB am Ablauf. Da müssen Sie zukünftig 20 haben. Und diese Werte, die können Sie erklären. Sie sehen nahezu vollständige Nitrifikation. Ammonium ist auch im Keller. Und N-Gesamt ist massiv reduziert. Das nächste. Bei diesem Umbau einer Teichanlage, wie gesagt, guckt man auch immer auf die alte Bausubstanz. Auch in dem Falle sollte ein neues kleines Betriebsgebäude mit den Schaltanlagen, mit der Steuerung hin und ein Rechen und ein moderner, selbstgeräumter Rechen wurde von uns da neu gebaut und am Ablauf noch eine Mengenmessung. Also es gibt immer technische Peripherieeinrichtungen, die im Zuge einer Umrüstung natürlich mit erneuert werden. Das war auch hier so. Hier haben Sie den Gesamtblick, da sind die zwei neuen Bauwerke, dann hier die alte Teichanlage und auf dem nächsten Bild sehen Sie, hat das nochmal Bilder von der alten Teichanlage. In dem Fall haben die vorher schon, um die zu ertüchtigen, so Leitwände eingebaut, damit man keine Kurzschlussströmung in dem Wasser hat. Da kann man auch schon viel drüber erreichen. Das nächste. Sie haben auch, um die alte Anlage ein bisschen länger in den Werten zu halten, diese Fuchs-Wendel-Belüfter draufgesetzt. Und wir haben dann noch Schwimminseln ergänzt. Das sind textile Matten, die mit Pflanzen besetzt sind und die schwimmen, sogenannte Teichinseln. Und auf diese Weise wollen wir verhindern, dass Algen und Wasserlinsen weiter zum Ablauf hin verdriftet werden. Das ist also wie eine lebende Barriere. Weiter. Und hier sehen Sie nochmal diese Pumpstation. Da ist die Pumpstation, aus der wir nun aus dem Absetzteich Wasser in diese Bodenfilter, die hier oben angeordnet sind, zupumpen. Das nächste. Dort wird das Wasser, in dem Fall haben wir eine vertikal durchströmte Pflanzenkläranlage genommen, flächig verteilt auf zwei Bodenfilter. Weiter. Wie Sie dann jetzt hier mal in der Gesamtschau sehen. Wahrscheinlich wird es hinten sehr mühsam sein, das zu sehen. Tut mir leid. Oder hier, da steht dann halt das Schiff drauf. Gut. Ja, hier sehen Sie es noch ein weiteres Beispiel, was wir zur Expo 2000 vorgestellt haben, als ein ökologisches Musterprojekt, in dem Fall eine Pflanzenkläranlage für 3000 Einwohnergleichwerte. Weiter. Hier eine Ertüchtigung einer alten Tropfkörperanlage von 1959 in Rheinland-Pfalz, auch Ergänzung um Bodenfilter, sodass beides in der Kombination, die alte technische Kläranlage plus die neuen Bodenfilter, dann dem heutigen Standard entsprechen. Auch das nächste Bild in Frohnhausen ist genau dasselbe. Die Anlage eben war für 3000 Einwohner, die ist für 5000. Auch hier alte Teichanlage mit einem Scheibentauchkörper und dazu neu die Schilfbeete. Weiter. So sieht das optisch aus, wenn man diese Pflanzenbecken ergänzt. Weiter. Dann könnte eine Frage sein, was machen wir mit Mischwasser? Wir haben hier in Wildenburg ja ein Mischwassersystem. Man kann einen sogenannten Ausweichbodenfilter machen oder einen Mischwasserbehandlungsteich oder einen Retentionsbodenfilter, der dann auch sehr naturnah gestaltet werden kann, wie Sie das hier sehen. Also die Wassermenge, die die Kläranlage im Regenwetterfall nicht mehr verkraftet, die wird abgeschlagen, aber muss dann erst eine Reinigungsstufe durchlaufen, bevor dieses Wasser dann in so einen kleinen Bach, wie Sie ihn hier haben, eingeleitet wird.
Und auch das kann man als ein Biotop gestalten. Weiter. Auch das ist so ein Mischwasserbehandlungsbiotop, was gewissermaßen wie so ein Bypass funktioniert. Auch für Industrieabwasser setzen wir das ein, in dem Falle in Changzhou, das ist ungefähr 2 Autostunden von Shanghai entfernt. Weiter. In dem Falle eine ziemlich große Anlage auf 6 Hektar, die das Abwasser eines Industrieparks reinigt. Weiter. So sieht das dann optisch aus. Die haben auch ein feudales Betriebsgebäude da errichtet. Diese Schiffanlagen werden auch eingesetzt, wenn man ein Klärschlammproblem hat. Also Sie haben jetzt, sagen wir mal, Ihren Absetzschlamm, wollen das vielleicht auch so beibehalten mit dem ersten Teich. Dann kann man daneben auch ein Vererdungsbecken bauen. Und da gibt es mittlerweile schätzungsweise 200 Anlagen in Deutschland, die diese Klärschlammvererdungstechnik anwenden. Auch in großen Dimensionen. Also die Stadt Emden zum Beispiel hat so eine Vererdungsanlage auf 7 oder 8 Hektar Größe. Also für 70.000 Einwohner Gleichwerte. Also da gibt es auch keine Grenzen nach oben. Also wenn man jetzt sagt, wir bringen den Klärschlamm zukünftig nicht mehr in der Landwirtschaft unter oder es ist auch zu schwierig, es fehlen Verbrennungskapazitäten. Wenn also da Probleme sind, dann muss man entweder technisch entwässern und ihn thermisch verwerten, wie es so schön heißt, oder eben man geht diesen Weg über die Klärschlammvererdung. Das nur mal eben ganz schnell durch, auch einfach auch wieder Becken mit Schilf bepflanzt. Und dann wird der Schlamm auf die Fläche gepumpt, aber nicht regelmäßig, sondern immer mit 1-2 Wochen Pause dazwischen. Man hat also 4 Becken und die sind in Rotation geschaltet und es wird immer nur ein Vererdungsbecken jeweils beschlammt und nächste Woche kommt dann das nächste Becken. Und so sieht das dann in größerem Maßstab aus. Wohlgemerkt nur für Klärschlammbehandlung, Entwässerung und Mineralisierung. Weiter. Die Schilfkläranlage scheint sehr gut zu funktionieren, um Androgen und Progestagen, wirksame Substanzen, weitgehend zu entfernen. Im Gegensatz zu der technischen Anlage. Viel mehr Untersuchungen gibt es nicht, aber da es ausdrücklich gewünscht worden ist, habe ich mal hier aufzuzeigen versucht, dass man auch in diese Bereiche der Abwasserreinigung, die gar nicht gefordert werden, und werden sie keine Grenzwerte haben, aber das kann einen Zusatznutzen erbringen, den man sozusagen geschenkt bekommt, wenn man das eine System nimmt und das andere eben nicht nimmt. Ja, soweit danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.